Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Sharp News vom 10.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da sehen wir die Sternenbotin. Okay. Also ich kann euch schon mal eins verraten, ich habe ein Gameplay zu der und sie sieht im Game deutlich viel besser aus als hier im Shop. Das hatte ich bis jetzt auch selten. Ich habe die gesehen, habe gedacht, Gott, sieht die schrecklich aus. Aber im Game sieht es wieder was anderes. Also wir fangen aber an mit so fertig mit dem Emote und ja, kann man immer mal ganz gut gebrauchen, das Teil. Kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10. Hat hier ein Voting von 3,13 von 5 bei 15 Votes. Am 3. September 2018 ist erstmal drin gewesen. 6 Mal, seitdem 8 Reminders, letztes Mal im Shop. Vor 258 Tagen. Am 25. Januar. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ist fast ein komplettes Jahr jetzt her hier, dass das Teil im Shop war. So, kann ich eingeblendet hier. Job well done. So. Oh. Wird es wieder einige geben, die sich ärgern werden. Eiszapfen, Icicle. Herr Sofort ist ein Mega-Fan von dem Teil. Ich finde die, ja, gut, wenn man die Partikel jetzt drin hat, sieht es ein bisschen besser aus. Ding kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10. Aber nur, wenn die Partikel an sind. Ansonsten finde ich die nämlich nicht so schön. Nummer 4,29 von 5 bei 55 Votes am 14. Dezember 2018 ist erstmal drin gewesen. 15 Mal, 41 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 26 Tagen. Da haben wir die Träumerfüße. Dreamfeed. Für 500 V-Bucks. Mega geil, das Teil geht von mir 5. Kriegt von mir 10 von 10. Ja. Ding hat hier ein Voting von 4,11 von 5 bei 37 Votes am 13. April 2019. Ist erstmal drin gewesen. 10 mal 34 wie mein erstes Mal im Shop vor 16 Tagen. Dann haben wir den Tropenschnitt. Kriegt von mir 7 von 10 für 500 V-Bucks. Finde ich persönlich auch nicht wirklich so prickelnd. Das Ding ist okay, sieht ganz gut aus, aber ist jetzt nicht der Oberburner. 3,47 von 5 bei 19 Votes am 13. März 2019. Das erstmal drin gewesen. 11 mal 22 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 8 Tagen. Ein Scorpion für 800 V-Bucks. Das ist für mich der Wüstendominierer par excellence. Das Teil kriegt von mir 8 von 10. Für alle, die gerne in der Wüste unterwegs sind. Das ist euer Skin, Leute. Hier haben wir ein Voting von 4,14 von 5 bei 71 Votes am 28. August 2018. Das erste Mal drin gewesen. 19 mal 104 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 42 Tagen. Der Scorpion. Dann haben wir die Freestylerin. Da habe ich auch ein Gameplay dazu, zu der hier auch wegen diesem komischen reaktiven Backpack, was ich eigentlich nicht so wirklich herausfinden konnte, was jetzt das Ding genau macht. Style-Vorschau. Ja, wird dann wohl glühen. Das Ding kriegt von mir 7 von 10. Also hier diese Leuchteffekte sind auf jeden Fall im Dunkeln ganz cool. Hat ein Voting von 3,55 von 5 bei 22 Votes am 24. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 4. Seitdem 14 Reminders das letzte Mal im Shop vor. Sorry, alter Vater, jetzt bin ich gerade total durcheinander. 46 Tagen. Oh mein Gott. Also, oh, sorry, tut mir leid. So, dann sind wir mit der Freestylerin durch. Jetzt kommen wir zu den Items, die wir überhaupt nicht mögen. Beast-Schützin, weil wir sind froh, dass diese gottverdammten Max endlich aus dem Spiel raus sind.
Deswegen brauchen wir auch die Beast-Schützin. Also das ist so ziemlich der unpassendste Skin, den es überhaupt gibt, den jetzt nochmal hier reinzubringen. Kriegt von mir 3 von 10. So, ich weiß, mega beliebt. Ich hasse die Max und ich hasse demzufolge auch diesen Skin. So, da haben wir ein Voting von 4,36 von 5 bei 39 Votes am 2. August 2019. Das ist mal drin gewesen. Viermal ein Fetch Reminder, das letzte Mal im Shop vor 22 Tagen. Da haben wir den Beast-Piloten. Gleiche Bewertung von meiner Seite. Gucken wir mal. Wie schaut's aus mit dem Brute Navigator? Der hat 3,43 von 5 bei 21 Votes am 2. August 2019. Das ist mal drin gewesen. Viermal 9 Reminders, letztes Mal im Shop vor 19 Tagen. So, und dann sind wir hier auch, ja, aber noch diese Roborandale, das Ding ist sowieso Schrott, ja, kann ich eh nichts mit anfangen. Der Teil kriegt von mir nur 2 von 10. Hat hier ein Voting von 3 von 5 bei 7 Votes. Ja, am gleichen Tag ist erstmal drin gewesen, 3x 2 Reminders. So, dann sind wir mit dem ganzen Käse hier durch. Dann sind wir hier. Das passt halt jetzt auch überhaupt nicht. Ich weiß ja, was die bei dem heutigen Shop sich gedacht haben. Also wir fangen jetzt mal an. Wir haben hier Kristall. Das ist da so meine Myrte von Harry Potter. In ein bisschen modern. Guckt sie euch an. Sieht der wirklich sehr ähnlich für 800 V-Bucks. Ich finde, die sieht eigentlich ganz cool aus. Geht von mir 7 von 10. Crystal. Hat hier ein Voting von 4,19 von 5 bei 27 Votes. Am 4. August 2019 sind wir erstmal drin gewesen. 4x 33 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen. Jetzt haben wir, jetzt kommt das Kuriose. Wir haben jetzt hier Kristall. Und jetzt klicken wir hier hin. Jetzt kommen wir zum Bronto. Also, Epic Games, euch ist jetzt auch echt nichts Besseres eingefallen, als die beiden Skins zusammenzupacken. Bronto. Und Kristall in ein Set. Dino-Wächter-Set. Ist das jetzt hier? Was ist das? Das ist gar kein Set. Also, toll. Super. Pflanzenfresser, Menschenbesieger, Teil des Dino-Wächter-Skins. Wobei ich sagen muss, Dino-Wächter-Sets. Das Teil hier finde ich immer noch besser als die anderen Dinos. Deswegen kriegt er von mir 6 von 10. Ja, Bronto und hat hier ein Voting von 3,35 von 5 bei 20 Votes am 4. August 2019. Das ist mal drin gewesen. 4x 11 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen. Jo, dann sind wir damit auch schon soweit durch. Dann haben wir hier den Pterodactylus für 1200 V-Bucks. Das Teil ist eigentlich echt cool. Hat hier, kriegt von mir 9 von 10. Der Pterodactyl. Und da hat hier ein Voting für 3,96 von 5 bei 45 Votes am 21. Juni 2018, das letzte Mal drin gewesen. 14 Mal, 19 Reminder, das letzte Mal schon vor 16 Tagen. Yippie-yay. So, Bite Mark. Kräftiger Biss. Für 1200 V-Bucks. Finde ich persönlich jetzt nicht wirklich so toll. Kriegt von mir 6 von 10. Bite Mark hat hier ein Voting von 3,51 von 5 bei 51 Votes am 20. April 2018. Das ist erstmal drin gewesen. 17 Mal, 33 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 16 Tagen am 24. September. So, dann haben wir hier mit diesem Set auch schon soweit durch. Und jetzt kommen wir zu der neuen Sternenbotin. So, wenn man die hier so sieht, sieht sie wirklich ja, nicht so wirklich toll aus, nicht? Also wir haben ja einmal den Stern da vorne auf der Brust, der streckt uns auch so schön die Zunge raus. Hier so ein bisschen da, so ein Netzhandschuh. Da unten will ich gar nicht von sprechen. Zum Glück achtet man da im Gameplay nicht so wirklich drauf. Hier hinten, da dieser... Das sieht natürlich aus, als würde einem die Zunge rausstrecken. Dieser Reißverschluss, der ein bisschen offen ist von dem Stern hier. Ja, also da ich sie ja schon bereits im Gameplay gesehen habe. Und im Gameplay sieht sie wirklich besser aus als das jetzt hier, was man hier so sieht. Gebe ich der jetzt einfach mal 6 von 10. Oder 7 von 10. 6 von 10. Ansonsten würde ich die nämlich sowas von abwatschen, die alte Trolla hier, weil die sieht nämlich, also hier sieht sie echt miserabel aus. Ja. Also, ja. Na gut, also jetzt müssen wir noch dem Ding hier eine Benotung geben.
Der Shop will benotet werden von mir. Und da würde ich mal Folgendes sagen. Wenn wir den Shop jetzt mal genauer anschauen. Also wir gehen mal da rein hier in den Item Shop. Die Dinge, finde ich, braucht kein Mensch. Hier haben die, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, Kristall mit dem Bronto und so weiter. Die Freestylerin ist auch nicht so der Bringer. Dreamfeed, cool. Scorpion, okay. Mein Highlight, natürlich nach so langer Zeit jetzt hier so fertig. Aber ich kann diesem Shop kein Love It geben. Ich kann diesem Shop auch kein It's Meh geben. Ich finde diesen Shop Schrott. Das ist ein richtiger Schrottshop. Das ist meine Meinung. Kann mit dem Ding nichts anfangen. Deswegen kriegt der Schrottshop, Fortnite Schrottshop, this is the Fortnite Schrottshop, man, from today, the Fortnite Schrottshop. Fortnite Schrottshop kriegt von mir ein Hi-Date. So, und da haben wir momentan ein Voting hier. Love It 859, It's Meh 947 und 2342 und die Zahl steigt permanent weiter an. 2342 Hate It. Ja Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, benutzt unseren Supporter-Creator-Code, sofort du gleich TTV. Da oben in der Ecke zu sehen. Ja, wenn, ja und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.